Im Anschluss an unsere dreiwöchige Ecuador-Rundreise geht es mit dem Flieger von Quito in gut 2 Stunden über Guayaquil auf die Isla Baltra, im Zentrum der Galapagos-Inseln. Der Insel mit dem wichtigsten Flughafen des Archipels. Unsere ersten Galapagos-Schildkröten sehen wir bereits in dem naheliegenden Aufzuchtgehege der Charles-Darwin-Station. Auch Spottdrosseln und die berühmten Darwin-Finken lassen sich bereits sehen. Ein Busausflug bringt uns zu den Riesenschildkröten ins Inselinnere, deren höchster Punkt der Cerro Croca mit 864 Metern ist. Auf einer Grasfläche treffen wir auf etwa ein Dutzend dieser großen Landschildkröten. Sie gehören zu den letzten ungetümen Urwelttieren. In der gleichen Gestalt lebten sie bereits vor gut 60 Millionen Jahren. Nähert man sich ihnen zu schnell und hektisch, verharren sie in ihren Bewegungen oder ziehen sich gar in ihren Panzer zurück. Diese Art, die in höheren, feuchteren Gebieten lebt, kann das stattliche Gewicht von über 340 Kilo erreichen. Die Nahrung besteht meist aus Gras. Haben die Tiere erst einmal ihre ersten Lebensjahre, in der sie großen Gefahren ausgesetzt sind, überstanden, können sie ein Alter von 150 bis 200 Jahren erreichen. Allein der verknöcherte Schildpanzer bringt ein Gewicht von etwa 40 bis 50 Kilo auf die Waage. Das erste, was auf der Insel Santiago ins Auge fällt, sind die knallroten Klippentrappen. Sie leben im Felsbereich an der Wasserlinie und sind auf sämtlichen Inseln zu finden. Etwa Handteller groß sind sie. Hauptsächlich ernähren sich die Tiere von Algen und Meeressalat. Gelegentlich verspeisen sie aber auch schon mal einen jungen Artgenossen. Von den Pelikanarten der Welt ist auf den Galapagos-Inseln nur der braune Pelikan zu sehen. Er ist der Einzige, der sich seine Nahrung hauptsächlich durch Sturztauchen besorgt. Ebenso wie die Tölpel. Dann taucht zwischen den schwarzen Lavabrocken einer der wundersamsten Bewohner dieser Inseln auf. Eine Meerechse. Mit ihrem zackigen Rückenkamm und den kräftigen Klauen, die einen sicheren Halt im Brandungsbereich gewährleisten, sehen die Tiere ausgesprochen furchterregend aus. Dabei sind sie völlig harmlos. Auch die Meerechsen sind auf allen Inseln zu finden, meist in großen Kolonien. Hier erleben wir, welch großartige Segler die Fregattvögel sind, die nicht umsonst Adler der See genannt werden. Trotz ihrer riesigen Schwingen bis zu 2,20 Meter wiegt der Vogel nur 1500 Gramm. Ein Trupp von über einem Dutzend Tiere begleitet uns, seitdem der Anker gelichtet wurde. Fast ohne jeden Flügelschlag schweben sie wie eine Eskorte an einer unsichtbaren Leine im Aufwind, der durch die Fahrt des Schiffes verursacht wird.
Ganz offensichtlich genießen die Tiere diesen Segelflug, der sie ohne kräfteverzehrenden Flügelschlag weite Strecken überbrücken lässt. Bereits während der Dämmerung am folgenden Morgen startet der Ausflug zur Isla Saimur Norte, einem 2 Quadratkilometer großen Lavaplateau, das im Verlauf der Jahrmillionen aus dem Meer herausgehoben wurde. Zwischen den unwegsamen Basaltsteinen des Küstenbereichs ist ein junger Seelöwe auf Entdeckungsreise. Eine sehr mühsame, anstrengende Wandertour, von der er erstmal pausieren muss. Weiter vorn an der Wasserlinie tönt unablässig ein gewichtiger Seelöwenbulle. Er betont damit seinen Revieranspruch und ruft seinen Harem zur Ordnung. Häufig ist auf den Inseln die Gabelschwanzmöwe zu sehen. Rote Füße, einen roten Ring um die Augen und eine weiße Schnabelspitze. Hübsch anzusehen. Diese beiden sind wohl auf der Suche nach einem geeigneten Nistplatz. Mitten auf dem sandigen Rundweg halten Seelöwen ihr Nickerchen. Und man muss aufpassen, dass man nicht über sie stolpert. Offensichtlich fühlen sie sich durch die frechen Fliegen sehr genervt. Meist handelt es sich hier um Weibchen und einige haben ihr wenige Tage altes Junges neben sich liegen. Bekannt ist Saimur für seine großen Brutkolonien an Blaufußtölpeln und Prachtfregattvögeln. Die Fregattvögel nisten bevorzugt in dem Geäst von Salzbüschen. Dagegen sind die Blaufußtölpel Bodenbrüter. Das oft einzige Ei wird 41 Tage lang größtenteils mit den gut durchbluteten Schwimmhäuten der Füße bebrütet. Dieses Küken ist erst vor wenigen Tagen geschlüpft. Die Jungen werden von beiden Elternteilen gefüttert. Einige Wochen alt ist dieses hier. Nach 3 bis 4 Monaten verlassen die Jungen mit braunem Federkleid das Nest. Bei den Fregattvögeln wird der Nachwuchs ein halbes Jahr lang von den Eltern versorgt. Die Meerechse ist die einzige Echse auf der Erde, die eine amphibische Lebensweise angenommen hat. Das knappe Nahrungsangebot auf den Inseln bewirkte, dass sich diese Tiere, um zu überleben, den für sie feindlichen Lebensraum Meer erschlossen und in Tauchgängen den Algenbewuchs in der Brandungszone abweiden. Verwandt mit den Seelöwen ist die Galapagos-Pelzrobbe. Sie ist nicht allzu häufig zu sehen. Durch die abgeschiedene Lage der Inseln konnte sich diese einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickeln, die es sonst nirgendwo auf dieser Erde gibt. Und nirgendwo sind die Tiere so zahm wie hier.
Auf diesen ozeanisch entstandenen Inseln, als Vulkane aus dem Ozean emporgehoben, haben die Tiere als endemische Wesen ihre eigene Evolution hinter sich. Fernab einer Bedrohung durch den Menschen begegnen sie dem Besucher ohne Scheu und Zurückhaltung. Das ist wirklich einmalig auf unserer Erde. Anscheinend haben die beiden Gabelschwanzmöwen hier ihren Nistplatz gefunden. Gut geschützt in einer Felsengrotte. Eine einsame Meerechse hat noch einen Tauchgang vor. Sie will sich wohl die Abendmahlzeit holen. Fesselnd anzusehen, wie sicher die photogenen Krabben mit ihren 6 Beinen an senkrechten Felsen krabbeln, ohne herunterzufallen. Der Landungssteg war wieder von Seelöwen besetzt und musste erst einmal erobert werden. Spektakulär ist der Farbwechsel im Landschaftsbild der Insel im Laufe eines Jahres. Der rote Korallenstrauch bildet in der Trockenzeit von Juli bis Dezember einen roten Teppich, der nur durch vereinzelt herumstehende Baumkakteen unterbrochen wird. In der Regenzeit sind die Blätter saftig grün. Die endemischen Landleguane oder Drusenköpfe, die in 2 Arten vorkommen, findet man nur auf wenigen Galapagos-Inseln. Auf mehreren Inseln wurde die gesamte Population durch eingeführte und verwilderte Tiere wie Katzen und Hunde, aber auch durch den Menschen vollständig ausgerottet. Diese Leguane haben den Inseln den Ruf eingetragen, die Heimat der märchenhaften Drachen zu sein. So sehen sie mit ihrem Rückenkamm auch aus und sie können fast 1 Meter lang werden. Die Männchen sind gelblich gefärbt und bis zu 13 Kilo schwer. Der stachelige Rückenkamm ist stärker ausgeprägt als bei den kleineren graubraunen Weibchen. Wenn sie ihre ersten schwierigen Lebensjahre überstanden haben, können die Tiere über 60 Jahre alt werden. Erwachsene Landleguane ernähren sich bevorzugt von herabfallenden Früchten und Gliedern der Baumopuntien. Die Nahrung der Jungtiere besteht in erster Linie aus eiweißreichen Insekten. Die Darwin-Finken sind durch die Evolutionstheorie Charles Darwins bekannt geworden. Landleguane lieben die trockenen Gebiete der Inseln. Während sie morgens ausgestreckt auf dem Boden liegend die wärmenden Strahlen der Äquatorsonne genießen, ziehen sie sich zur Mittagszeit in den Schatten von Baumopuntien, Sträuchern oder Felsen zurück. Die Nacht verbringen sie in selbstgegrabenen Höhlen im Boden.
Hier ein besonders schön gefärbtes Männchen. Sie verteidigen das ganze Jahr über ihr Territorium. Durch schnelles Kopfnicken demonstrieren sie besonders während der Paarungszeit diesen Besitzanspruch, den sie auch durch Schwanzschlagen und notfalls mit Beißen durchsetzen. Paarungsbereite Weibchen werden am Nacken gepackt und ins Innere des Reviers getragen, wo sie begattet werden. Danach entfernen sie sich aus dem Gebiet des Männchens und legen etwa 2 Monate später bis zu 25 Eier in eine Nisthöhle im Boden. Nach 3 bis 4 Monaten schlüpfen die winzigen Jungen, von denen viele eine leichte Beute für ihre zahlreichen Feinde sind. Unter einem Opuntienbaum hat sich eine Seelöwenfamilie eingerichtet. Die Weibchen, die bis zu 80 Kilo schwer werden, kriegen nach einer Tragzeit von 9 Monaten ein 4 bis 6 Kilo schweres Junges, das bis zur nächsten Geburt gesäugt wird.